Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Das ist das letzte Mal, dass ich mich mit einem Dremora streite. Ich frage mich, ob meine Familie mich vermisst. Ob sie wohl noch leben. Woher seid ihr denn? Euch eine Ehre sein. Ich kann es kaum glauben, dass meine Mutter noch am Leben ist.
seid ihr gekommen? Lasst uns diese Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen.
seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Eine Lehre sein. Wer ist da? Yo! Die Barriere sollte jetzt verschwunden sein. Kehren wir um. Wer ist da?
Ihr konntet alle drei Hüter zerstören? Ich bin beeindruckt. Ja. Bitte folgt mir. Haltet nach Durnevir Ausschau. Die Barriere des Gefängnisses ist gesenkt, also wird er sicher nach dem Rechten sehen. Je schneller wir von hier verschwinden können, umso besser. Ich höre etwas. Es ist Durnevir. Woher seid ihr gekommen? Bitte verzeiht mein Erstaunen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal den Tod dieses Drachen erleben würde. Bitte verzeiht mein Erstaunen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich... In vielen Schriften, die über Durnevir verfasst wurden, wird behauptet, dass er nicht mit normalen Mitteln gezwungen werden kann. Deren Verfasser scheinen sich geirrt zu haben. Es sei denn... Die Seele eines Drachen ist so widerstandsfähig wie seine Schuppenhaut. Es ist möglich, dass euer Todesstoß Durnevirs körperliche Hülle lediglich zerstreut hat, während er sich regeneriert. Minuten? Stunden? Jahre? Ich weiß es nicht. Und ich würde vorschlagen, hier nicht zu verweilen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Dann wollen wir euch mal diese Schriftrolle der Alten besorgen und euch auf den Weg schicken. Na los, sie führt uns zur Schriftrolle. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist. Ich hatte keine Wahl. Wie ich bereits sagte, ich bin eine Tochter von Kalbhafen. Sollte ich nach Tamriel zurückkehren, würde das Harkons Chancen erhöhen, seine Tyrannei der Sonne zu verwirklichen. Ich weiß eure Sorge um mein Wohlergehen zu schätzen. Aber für mich zählt nur Serana. Ihr müsst versprechen, sie um jeden Preis zu beschützen. Vergesst nicht, dass Harkon nicht zu trauen ist. Was immer ihr auch verspricht, er wird euch verraten, um zu bekommen, was er will. Und versprecht mir, auf meine Tochter aufzupassen. Sie ist das Einzige, was mir noch etwas bedeutet. Na los, gehen wir nach Hause.
Habt ihr vor eurer Abreise noch eine Frage? Ich bin froh, dass wir die Schriftrolle gefunden haben, doch ich wünschte, sie könnte mit uns kommen. Je eher wir die Schriftrolle nach Hause bringen, desto schneller können wir uns um meinen Vater kümmern. Habt ihr vor eurer Abreise noch eine Frage? Hakons Vision ist eine Welt der ewigen Finsternis. Der Beginn einer Blütezeit für Vampire, die nie wieder die Tyrannei der Sonne fürchten müssten. Er übersieht aber, wie viel Aufmerksamkeit unsere Art auf sich ziehen würde, sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Sollte die ewige Nacht tatsächlich hereinbrechen, würden viele sich nicht damit abfinden. Sie würden Armeen zusammentrommeln und versuchen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Unsere Vernichtung wäre so lange an der Tagesordnung, bis auch der letzte Vampir zur Strecke gebracht und ausgelöscht wurde. So ist es. Auf diese Weise haben Vampire über Jahrtausende hinweg überlebt und nur so werden wir auch in Zukunft überleben können. Lebt wohl. Und nicht vergessen, Hakon ist nicht zu trauen.